Hallo und willkommen zurück bei die Burgbau- und Verteidigungsfreunde zu Castle Story. Ja, wir sind immer noch bei unserer großen Plattmachaktion hier. Sieht sehr interessant aus, was wir hier teilweise machen. Hier haben wir alles so weit gefüllt, wie wir es wollten. Also kein komischer Untergrund mehr, wo sie immer hoch drunter hopsen müssen. Und ja, wir hatten ja in der letzten Folge mal kurz jemanden hier runterspringen lassen. Das war zum Glück nach dem Save. Das heißt, jetzt durch Slam vom Save ist er wieder ganz in Ordnung am Leben. Ist nie passiert. Ich wollte es aber einfach mal probieren. Weil das Loch, das hat sich da so schön angeboten. Ja, die sind hier fleißig beim Füllen. Hier müssen wir irgendwann ein Stück weggraben. Also ich würde eigentlich fast schon sagen, da. Ja. Das wäre dann in Ordnung, wenn das weg wäre. Kann ich ja jetzt schon mal den Quarry Task machen. Genau, einmal bis zum Mittelpunkt der Welt. Nein, eher nicht. Genau, nur das hier muss weg. Ja, von mir aus. Mehr in die Breite kriege ich es nicht und in andere Richtungen brauche ich es gar nicht ziehen, glaube ich. Nö. Okay. Jetzt kann ich mal wieder das machen, was ich immer bereuen werde und das hier schon mal verlängern. Jetzt werden sie aber sicherlich wieder alle außer Rand und Band arbeiten. So wie die hier sich hier seitlich verkünsteln. Was auch immer das darstellen soll, was die da machen. Hier haben sie auch noch mal einen weggehauen. Weißt du was? Du nimmst den direkten Weg. Hopp, runter mit dir. So. Gut, nachdem wir das jetzt rausgefunden haben, wie das richtig funktioniert, hilft das ein bisschen. Solange wir sie nicht wieder hier runterspringen lassen. Tülülü.
Bin mal gespannt, wann der Block hier weggegraben wird. Dann sollte eigentlich das Stück der Treppe einbrechen. Da haben sie schon ein richtig großes Loch eingegraben. Hey, und noch füllen die ordentlich auf. Einigermaßen jedenfalls. Da sieht es aber schon aus, als ob es anfangen würde. Du komm mal her. Runter mit dir. Ja genau, spring vom obersten Punkt aus. So, da lag der letzte. Jetzt machen wir hier weiter. Das finde ich jetzt interessant. Das finde ich ungut. Jetzt muss ich wirklich gucken, dass ich da wieder ein bisschen anhebe. Obwohl, müssen nicht alle aus dem Berry sein. Du reichst mir vollkommen, McCoy. Gut, das reicht schon. So. Wer auch immer hier den Dreck wieder veranstaltet hat, soll es bitte wegmachen. Okay, Bestiol. Ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, aber mach's weg. So, der Rest der Treppe müsste wegbrechen können. Mhm. Oh, Wilson, schämst du dich nicht? Wegen dir muss Hydra jetzt hier runterspringen.
und das Eis einsammeln. Oh, und sie fangen wieder an. Zum Glück muss ich nicht so sehr auf die Jungs hier aufpassen, wie auf die Jungs im Steinbruch. Die machen schon hier ihr Ding. Auch wenn es total bekloppt aussieht. Na gut, der Query hier. Sieht auch nicht gerade schön aus. Mal gucken. Ich sehe leider nirgendwo den Bauplan für einen Bulldozer. Nur für eine Ritterstatue. Oder irgendwelche Bilder, die wir an irgendwelche Wände hängen können. Nachher dann auch Häusle bauen. Sollte mit den Fenstern ja ganz gut klappen. Ja. Na, weg mit dem Bildauftrag. Also nein, kein Bulldozer, damit der das hier alles schneller macht. Wie gesagt, das sollen dann die Flatter mal schnell abtragen. Währenddessen können nämlich unsere Steinbruchjungs hier die Lager wieder gut füllen. Und dann sehen wir weiter. Sagt, Ziel ist es ja erst einmal hier und hier alles wegzukriegen, bis auf den schmalen Strich und alles aufzufüllen, werden wir uns dann nach hinten arbeiten. Das war zu spät. Shishka, du räumst aber auf. Gut gemacht. Auch gut. Wir haben jedenfalls schon mal zwei Schichten abgetragen. Sind gerade bei der dritten. Ist auch interessant mit anzusehen, wie die oberen beiden Schichten sehr ernsthaft.
Jetzt muss Schiska da hinlaufen. Und den einen einsamen Stein holen. Mann, Mann, Mann. Das könnte Thors Hammer sein. Das war jetzt zu viel des Guten. So. Und so. Ja, auf der Seite ist eh ein bisschen doof, weil da haben wir es nicht so richtig mit dem Auffüllen gemacht wie hier drüben. Und ja, unsere Krach-Bumm-Experimente hier. Ja, wir haben die Augen verpasst. Also sozusagen, hier sind die Augen und... Und... Nase. Zunge. Ah, also hier die Augen. Damit man sie auch besser sieht. Mund und Nase. Ja. Na, kurz. Da passt man einmal nicht auf. Sie sind schon wieder am Müll produzieren. So. So. Wie das immer passiert, dass zwei 5:15 mit sich rumschleppen. Das würde ich auch gern mal wissen. Das Spiel jetzt entscheidet, ich verteile die 10 Steine in zwei verschiedenen Säcken. So halbe, halbe.